Hallo, liebe Leute, hier ist wieder der Session News Kanal hier aus Frankfurt. Heute fangen wir in der Bassabteilung mal wieder an und da haben wir den Steffen, der einen wirklich außergewöhnlichen neuen Bass bei uns im Programm da hat. Steffen, was ist das? Ja, hallo erstmal Tim, danke für deinen Besuch. Das hier ist das neue Adam Clayton, Fender Adam Clayton Signature Modell. Hier oben hat sich auch Adam verewigt, aber auch über den gesamten Bass, wie man sehen kann. Ja, ist wirklich ein ganz besonderes Modell. Ist ein Sparkling Purple, sage ich jetzt mal, Korpus, wie auch der Matched Headstock, mit einem schönen Ahorn-Griffbrett und diesen Abalone Block Inlays. 60s Pickups, ja, also wirklich ein wahrer Hingucker. Ich glaube, den hat sich extra der Marco bestellt. Der hat gleich zwei genommen von dem Ding. Den gibt es nämlich einmal als Jazz-Bass und als Precision-Bass. Hatten wir beide da, allerdings ist der P-Bass schon gegangen und es ist noch der hier geblieben. Schaut ihn euch an. Okay, damit gehst du als Buzzer auf jeden Fall nicht unter. Steffen, was haben wir noch? Ja, Dankeschön. Auch ganz neu hier, Mark Bass. Ah, danke. Mark Bass hat einen neuen Amp rausgebracht, auch ein Signature-Modell. Jetzt nachdem praktisch hier Adam Clayton. Hier ist der Markus Miller Signature Amp. Hier nebendran sieht man ihn auch ganz schön. Der hat diesmal eine gelbe Front bekommen, damit er sich noch ein bisschen abhebt und hat neben dem regulären EQ, den man sonst hat, genau, der Peter geht mal ran. Hier oben gab es ja immer, beziehungsweise unten, die speziellen Markbass-Filter. Die hat man jetzt aber ein bisschen abgeändert in den Frequenzen und hat sie auch anders genannt. Jetzt hat man praktisch den Vintage Loudspeaker Emulation. Der heißt jetzt Oldschool. Und der andere, der den Klang praktisch ein bisschen moderner macht, den hat man jetzt Millerizer genannt. Und für wahr, wenn man noch einen passenden Bass dranhängt, dann klingt es wirklich wie Markus Miller. Ist auch ein Modell einfach. Und ich glaube, das gehört so ein bisschen zur Philosophie von Markus Miller, der wirklich viel Leistung bietet. Also viel Features und vor allen Dingen sehr erschwinglich ist. Zweifach noch ganz zum Schluss, zweifach EQ, einmal hier unten und hier oben, kann man ihn per Fußschalter bedienen. Coole Sache. Kaufempfehlung. Kaufempfehlung. Finde ich sehr gelungen, biete ich immer wieder gerne an. Leute, schaut euch das Teil an, das macht wirklich Spaß. So, und zum Schluss habe ich noch was für die gepflegten Freunde der härteren Klänge, und zwar den Motor Bass von Occo. Occo ist eine kleine deutsche Firma, die tatsächlich so gut wie in Handarbeit fertigt. Das ist richtig geiles Zeug. Und hier haben wir einen Verzerrer, der so ein bisschen in Richtung stark übersteuerter Plexi-Marshall-Amp geht. Allerdings, jetzt in dem Fall ist es ein Bassverzerrer, das heißt, der schneidet euch untenrum nichts weg. Und ich finde, den kann man nicht nur für den härteren Bereich einsetzen. Das Interessante an dem ist, der hat sehr viel Dynamik. Der klingt schön lebendig, hat mir sehr, sehr gut gefallen und außerdem sieht er einfach geil aus.